So, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Tyranny. Wir befinden uns hier auf unserem Türmchen mit der Schmiede. Und was will ich sagen? Ach ja, wir haben Barracks Rüstung so ein bisschen aufgemotzt und auch sonst uns so ein bisschen gestärkt, möchte ich behaupten. Warum habe ich eigentlich die Ringklinge nicht verbessert? Kann ich das vielleicht noch? Ah, nee, dazu fehlen ein paar Bronzebarren. Hat der Bronzemeister vielleicht Bronzebarren? Was ist für mich gefertigt? Derzeit noch nicht sehr. Ich glaube, ich habe den letzten erst rekrutiert. Auf jeden Fall, unser nächstes Ziel ist, wenn wir auf die Weltkarte gucken, Bildnis. Denn wir wollen in die brennende Bibliothek, um dort eventuell Wissen zu finden, um das Edikt im Klingengrab quasi zu umgehen, beziehungsweise dieses Kind zu retten. Allerdings haben wir auch den Auftrag, das komplett niederzubrennen und wir dürfen eigentlich auch kein Wissen von dort. Ach, ich sehe gerade, man kann auf der Weltkarte die Charaktere ändern. Ich bin ein Vollidiot. Okay. Deshalb möchte ich von euch erstmal wissen, was sollen wir in der brennenden Bibliothek machen, wenn wir da erstmal sind? Sollen wir sagen, wir scheißen ausnahmsweise mal auf Kairos, auf Thunon und auf Bladden Mark und sagen, wir erlangen dieses Wissen, um dieses Kind zu retten, oder wir sagen, Befehl ist Befehl, dieses Gebiet und das Wissen, was darin steckt, soll komplett vernichtet werden. Naja. Ist ja jetzt auch nicht, wahrscheinlich nicht ganz die einzige Möglichkeit, aber zumindest sieht es momentan nicht so aus, als würden wir uns auf die Seite des Stufenvolks stellen. Naja. Schauen wir erstmal, wo wir hier sind. Als du einen dieser Säcke öffnest, entströmt ihm ein schrecklicher Gestank. Ein prüfender Blick hinein entlarvt faulende Früchte und Körner als Urheber des Fluchs. Oh, warte mal denn hier. Direkt schon mal einen hübschen Bogen. Und ein Siegel der Präz also Akzent der präzisen Tat. Unvollständige Kohlezeichnung will ich doch gar nicht. Tiz. Hier. Also Siegel der präzisen Tat. Was genau kann das? Ach, das ist hier. Erhöht die Genauigkeit von Zaubern. Okay. An sich auch keine schlechte Idee. Bronzebarren! Ach ja, und hier sollten wir aufräumen, weil es den Chor hier gibt. Der scharlachrote Chor ist in der Nähe. Oh Mann, wenn man bedenkt, dass wir das als Fraktion hätten wählen können. Ach, eine Tierfrau. Tierfrau ist auf Streife. Geh weg, los, flieh! Jetzt haben wir Erkalia, Renata und ein paar andere Chorratten. Reden wir mal mit Akalia. Das ist eine von den Eisengebundenen. Oh, nee, Gilde der Weisen. Oh. Ob es gut ist, dass wir Landry dabei haben? Du bemerkst eine junge Frau, die etwas abseits von den anderen Weisen steht. Sie zappelt und zuckt herum, hüpft vor und zurück von Fuß zu Fuß und murmelt dabei zu sich selbst. Obwohl sie voller Energie zu sein scheint, sind ihre Augen müde und feucht und von dunklen Schatten umrandet. Sie lehnt sich gegen die Wand, schaukelt auf ihren Füßen auf und ab. Inmitten ihres Zappelns steht sie auf, bemerkt deinen Blick und ruft dir zu. Duda, ja Duda, kannst du mir aushelfen? Ich habe so viel, dass... Oh, warte, ich dachte, du wärst jemand anders und das ist unheimlich peinlich. Also vergiss es, weil du bist ja nicht die Person, die ich dachte, dass du bist. Und du kannst mir nicht helfen. Und es wäre Zeitverschwendung, dich alles zu fragen, nur um dann herauszufinden, dass du mir nicht helfen kannst, weil ich schon weiß, dass du mir nicht helfen kannst. Weil du nicht die Person bist, nach der ich Ausschau halte. Also danke fürs Zuhören, aber ich muss mich um meine Forschung kümmern. Also gehe ich darüber. Oh Mann, die ist aber verdammt nervös. Sie hopst und wippt ein paar Meter weiter und lehnt sich wieder gegen die Wand, während sie vor sich hin murmelt. Na. Renata ist ebenfalls von den Weisen. Als du dich näherst, siehst du eine Frau mit strengem Gesicht, die in eine hitzige Diskussion mit einem verängstigten jungen Mann verwickelt ist. Sie hält ein Blatt Papier in der einen Hand und tippt immer wieder energisch darauf, um zu unterstreichen, was sie sagt. Der junge Mann wird puterrot und tritt zwei tollpatschige Schritte zurück.
Er sieht sich hilfesuchend um, doch niemand aus der Gruppe wagt es, ihm in die Augen zu blicken. Schließlich wirft die Frau das Papier nach ihm und sagt, wir sind hier fertig. Oh. Der junge Mann greift einige Male verzweifelt nach dem Papier, bevor er es schließlich fassen kann. Er dreht sich um und läuft stolpernd davon. Die Frau presst die Augen zu, seufzt und reibt sich die Stirn. Sie atmet erneut tief durch und wendet sich dann zu dir. Sie verneigt sich halb vor dir, ihre Miene ist stoisch, ihre Stimme tonlos. Schicksalsbinder, das Letzte, was ich hier erwartet hätte, ist ein Vertreter der Geschmähten. Ich heiße Renata. Wir sind nicht ordentlich darauf vorbereitet, dich zu empfangen, aber wir haben kürzlich einen Gefangenen gemacht und er hat sich als recht schwierig erwiesen. Sie legt sich wieder die Hand auf die Stirn, als würde sie unterstreichen wollen, wie aufgebracht sie ist. Und ich habe das Gefühl, du kommst, um just über solche Dinge zu sprechen. Was hast du mit den Weisen zu schaffen? Wir können sie direkt angreifen, wir können einfach weggehen. Ich bin auf der Suche nach einem Mann namens Merrick. Ich habe gehört, dass er sich hier aufhalten soll. Renata lächelt und deutet nach Süden. Auf ein Haus, vor dem ein Weiser und ein Tiermensch stehen. Oh ja, den findest du hier. Er ist unser Gefangener und er wird so bald nirgendwo hingehen. Ich möchte mit deinem Gefangenen sprechen. Renata verschränkt die Arme und sieht dich skeptisch an. Tja, wenn man bedenkt, dass er vielleicht geschickt wurde, um das zu beenden, was vom Edikt begonnen wurde, was bedeuten würde, dass du vielleicht hier bist, um seine Arbeit zu kontrollieren? Warum in alles in der Welt sollte ich dich das tun lassen? Ich will nur kurz sehen. Vielleicht ist er eher gewillt, mit mir zu reden. Kommt nicht in Frage. Das Letzte, was ich brauchen kann, ist, dass ihr zwei euch gegen mich verbündet. Und nun geh. Ich bin unglaublich beschäftigt und darf nicht länger trödeln. Wir sind keine Verbrecher, Weise. Was du sonst auch denken magst, wir sind hier im Recht und du stellst lediglich ein Hindernis dar, das auf die Seite geschafft werden muss. Notfalls mit Gewalt. Sie mustert Barrick mit zwiegespaltenem Gesichtsausdruck. Das ist leicht gesagt, wenn man so groß ist, wie ein Bibliotheksregal ist. Komm zu mir herunter, wenn du Streit suchst, du riesiger Eisenturm. Ash hat mir befohlen, mit Merrick zu sprechen. Du stehst Kairos Truppen im Weg. Und ich habe eine weit verstreute Gruppe zu vereinen und zu führen. Jeder hat seine Sorgen. Ich kann darauf verzichten, deine anzuhören. Kairos hat schon genug Schaden angerichtet. Ich lasse nicht zu, dass sich das weiter fortsetzt. Ereifere dich so viel du willst. Du wirst nicht mit dem Gefangenen sprechen. Ich frage dich nicht erneut, Renata. Lass mich mit Merrick sprechen oder bezahle den Preis. Renatas Augen verengen sich zu Schlitzen. Offenbar willst du, dass es in Blutvergießen endet. So sei es. Du wirst feststellen, dass die Weisen sich nicht so leicht zum Schweigen bringen lassen. Wachen! Wir werden angegriffen! Okay. Erstmal sollten wir versuchen, diesen Tiermenschen irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Und er hier sollte sich direkt Weisen heften. Ach, wir haben jetzt den Ansturm des Verteidigers mit dem. Aber wichtig ist, taunte du mal. Wir hier sind an sich ganz gut. Ach, verstanden. Eine gute Idee. Ach ja, die ganzen schönen Kegelzauber. Ach ja, und er hat ja jetzt auch noch den Steinstachel. Und den Raureifstachel. Wir haben die schwächende Berührung, bringt jetzt nicht viel, aber... Ach, jetzt wird hier so ein komischer giftiger Regen benutzt, oder was? Knall ist eigentlich eine gute Idee. Sagen, mit unserem Hauptcharakter gehen wir mal hier durch und knallen dir hier mal gleich was auf den Latz. Du
du feuerst mal wieder schön hier was an den Hals, mach damit ein bisschen hoch. Du hier hast einen Feuerball. Ach, die lösen auch die ganze Zeit irgendwelche Schriftrollen aus. Nett ist anders, Freundchen. Das war alles? Hatte ich mir von den Magiern ein bisschen mehr erhofft. Haube des Unglaubens, abschwächend, heißt plus 10% auf Magieverteidigung, ganz nett. Jemand, der im Umgang mit einer Nadel geschult ist, hat in diesen edlen Stoff unverständliche arkane Phrasen gestickt. Sie führen dazu, dass die Kopfhaut eigenartig kribbelt und die Haare sich aufstellen. Das klingt so, als könnte das eventuell was für Lantry oder App sein. Genau, App hat ja noch gar keine Kopfbedeckung. So, sonst noch jemand? Right. Augenscheinlich nicht. Aber hier gibt's noch was zu looten und zu betrachten. Diese Tür bewegt sich keinen Zoll. Sie muss von der anderen Seite verbarrikadiert sein. Okay. Käse. Ach, da oben ist Merrick. Das ging ja einfacher als gedacht. Jo. Hallo, Merrick. Ich trinke kurz einen Schluck übrigens. So. Was willst du? Ich wurde schon genug gequält von diesen Gelehrten. Der gefesselte Gefangene blinzelt zu dir hinauf und leckt sich die vertrockneten Lippen. Du bist Tunons Schicksalsbinder. Richtig, nicht wahr? Ich würde dich überall erkennen. Du musst Merrick sein. Ach nee, erstmal, ich befürchte aber, dass ich mich jetzt im Nachteil befinde. Ich bin deiner Gnade ausgeliefert. Boah, das kann man wohl so sagen. Du musst Merrick sein. Ich bin hier, um in der Bibliothek nach Informationen zu suchen. Ash hat mir befohlen, sie zu vernichten, nachdem ich gefunden habe, wonach ich suche. Der Bündnis verraten, Merrick töten. Vergiss Ashs Befehl. Du bist ein Schwächling und hast es nicht verdient zu leben. Nein. Du musst Merrick sein. Ich bin hier, um in der Bibliothek nach Informationen zu suchen. Ash hat mir befohlen, sie zu vernichten, nachdem ich gefunden habe, wonach ich suche. Merrick schaut bestürzt rein. Graven Ash hat also jemanden geschickt, um das zu vollenden, was ich nicht geschafft habe. Ich wusste gar nicht, ich war gescheitert. Aber ich wusste nicht, dass ich keine Gelegenheit bekommen würde, mich zu rehabilitieren. So sei es. Es bringt nichts, über etwas zu klagen, das ich nicht ändern kann. Wegen deines Problems. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber im Augenblick kann ich nicht einmal mir selbst helfen. Merrick blickt auf seine Fesseln. Was ist mit dir geschehen? Meine Speer und ich sind in die brennende Bibliothek eingedrungen. Einer besten Soldatin, Yelena, muss wohl mit dem scharlachroten Chor unter einer Decke gesteckt haben. Sie ist verschwunden. Und kurz darauf haben sie uns gefunden. Er spuckt Blut auf den Boden. Sie hat ihre eidgebundenen Verbindungen gegen uns eingesetzt. So konnte der Chor uns finden. Verflucht gerissen. Ich weiß nicht, wie viele sie von uns gefangen genommen haben, aber diese Wesen haben mich überrascht, als ich gerade schlief. Soll ich dafür auch noch dankbar sein? Jetzt warte ich nur noch auf meine Hinrichtung. Es sei denn, du bist bereit, mir zu helfen? Befreie mich, dann unterhalten wir uns weiter. Damit würdest du mir wirklich einen Gefallen tun. Und wenn du dir wegen der Soldaten im Lager Sorgen machst, der Rest meiner Speer ist in der Nähe. Sie können uns helfen, diesen Abschaum von Weisen abzuwehren. Die Weisen sind bereits tot. Du bist frei. Ach, was sind wir nicht ein gut Mensch? Ach, nee. Mitglieder seiner Einheit sind zu Merrick gestoßen. Zwei erschöpft wirkende Eidgebundene, deren Rüstungen mit großem Blut und Ascheflecken besudelt sind. Sie nicken ihrem Kommandanten zu, als sie sich nähern. Eine eigenartig beiläufige Reaktion auf seine Rettung. Merrick scheint beim Anblick seiner Männer etwas an Kraft zurückzugewinnen. Er ruft dich mit lebhaften Gesten und entschlossener Miene herbei. Danke für deine Hilfe, Schicksalsbinder. Ich stehe auf ewig in deiner Schuld, weil du mir geholfen hast, der Schmach eines unehrenhaften Todes zu entgehen. Und das zusätzlich zu meinen anderen Scheitern.
Doch ich fürchte, ich muss dich um noch einen weiteren Gefallen bitten, obwohl du jetzt schon mehr für mich getan hast, als ich dir zurückzahlen könnte. Zunächst hilfst du mir. Ich muss zur Bibliothek gelangen. Ich habe dir bereits... ich hätte dir alles sagen, was ich weiß. Ich bitte dich nur, dass du etwas für mich tust, sobald du es zur Bibliothek geschafft hast. Graven Ash hat mir und meiner Gruppe aufgetragen, sie zu zerstören. Unglücklicherweise wurden wir entdeckt und in die Flucht geschlagen. Aber ich weiß, wie du sicher hinkommst. Hier, lass mich auf deiner Karte markieren, wie du allen Patrouillen des Korps aus dem Weg gehen kannst, um in die Bibliothek zu gelangen. Wenn du dort bist, musst du nur die Zensorin überwinden, um hineinzukommen. Die Zensorin? Das klingt ja schon mal sehr, sehr unschön. Sei gewarnt, Schicksalsbinder. Einer meiner Soldaten erwähnt eine große magische Barriere tief im Inneren der Bibliothek. Die Zensorin lässt ihre Banden das gesamte Gebäude nach Teilen eines Losungsworts suchen, um sie zu überwinden. Wenn du dein Ziel erreichen willst, wirst du vor ihnen das Losungswort finden müssen. Ich wünschte, ich hätte mehr Informationen für dich, aber ich hoffe zumindest, dass dir das hilft. Er salutiert vor dir. Nun würde ich meinen Wunsch an dich äußern. Kannst du mir etwas über das Edikt sagen? Leider nein. Ich weiß nur, dass alles verbotene Wissen in der Bibliothek zerstört werden muss. Graven Ash glaubt, dass das durch die Zerstörung des Archivs in der Stille erreicht werden kann. Aber da es von der Barriere geschützt wird, kann es niemand erreichen. Zumindest scheint es, als wäre es bisher noch niemandem gelungen, sonst wäre das Edikt schon zu Ende. Gut, was wünschst du? Einige meiner eidgebundenen Späher werden noch immer vermisst. Zwei befinden sich in der brennenden Bibliothek. Die dritte, Yelena, hält sich im Lager des Scharlachroten Korps auf. Ich will, dass sie für ihren Verrat angemessen bestraft wird. Ebenso sehr, wie ich die anderen retten will. Du hast eine Verbindung der Eidgebundenen erwähnt. Was war das? Weil du mir geholfen hast, sage ich es dir, aber für gewöhnlich wird dieses Wissen nur innerhalb der Geschmähten geteilt. Bevor man wirklich ein Eidgebundener ist, muss man ein Ritual abschließen, das einen mit jedem der Brüder verbindet. Ihre Gefühle werden zu den deinen. Deine Schmerzen werden zu den ihren. Und auch ihre Sorgen werden zu den deinen. Yelena hat diese Verbindung missbraucht, um uns zu verraten. Dafür muss sie bezahlen. Erzähl mir von diesem Verrat. Sie hat ihre eidgebundene Verbindung gegen uns eingesetzt. So konnte der Chor uns finden. Verflucht gerissen. Ach, das kennen wir doch eigentlich schon. Hat er doch alles schon gesagt. Genau dem Wortlaut. Was soll ich tun? Ich bitte dich, meine verschwundenen Männer zu finden und zurückzuholen. Yelena muss für ihre Verbrechen bezahlen und ich verliere nicht noch einen weiteren Mann wegen ihres schwachen Willens. Ich finde deine Männer und bringe sie zurück. Danke, Schicksalsbinder. Ich stehe in deiner Schuld. Ich will die Tatsache nicht verheimlichen, dass meine Mission ohne deine Hilfe gescheitert wäre. Dein Name wird in Ehren gehalten werden, solange ich atme. Ich warte hier auf deine Rückkehr. Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Auf zur brennenden Bibliothek! Aber so eine Stimme geht mir auch auf Dauer auf den Hals, also. Verschluck ich mich auch noch, ich Gierlappen. Brennende Bibliothek, Eingangsbereich. Die Weisen der Velum-Zi... Mist, verdammt. Die Weisen der Velum-Zitadelle schworen öffentlich Kairos die Treue, aber in der Sicherheit ihrer Bibliothek fuhren diese Gelehrten mit ihrem Studium und dem vielfältigen verbotenen Wissens... Was? Ach, vervielfältigen verbotenen Wissens fort. Sie wandten Magie an, um jegliche Versuche der Geschmähten und des Scharlachroten Korps, die ihrem Oberherrn versprochene Zitadelle zu erobern, abzuschmettern. Als Strafe verkündete Kairos das Edikt des Feuers über die Velum-Zitadelle und verwandelte das Zuhause der Schule von Tinte und Feder in eine schwelende Ruine, die jetzt als die brennende Bibliothek bekannt ist. Begegnung in die brennende Bibliothek. Deine Reise über die schwarze, verbrannte Erde der umkämpften Lande wird unterbrochen, als die Steine unter deinen Füßen beben. Mit einem Ächzen, das den Himmel erzittern lässt und deine Rippen erschüttert, bricht die Erde gewaltsam auf. Ein Schweif aus Flammen, Rauch und Asche schießt in die Luft. Der Feuerschweif bricht ebenso schnell wieder zusammen, wie er aufgetaucht war. Funken sprühen über die Steine, als er zu Boden kracht, Entschuldigung. Ein breiter Streifen Lava windet sich vor dir träge durch die Landschaft und trennt dich von deinem Ziel. Skillwissen, eine Brücke bauen. Skillathletik, über den Riss springen. Frostbärschen, die Lava abkühlen. App bitten, das zu lösen. Einen anderen Weg suchen. Komm, App bitten.
Da kriegen wir sogar einen Segen für. Arkan geladen, plus 30 Magieverteidigung. Geil! Aktiviert eine Wirkungsbereichfähigkeit, wenn das Ziel eines kritischen Treffer erleidet. Das ist doch mal cool. Und App kriegt... Ach, Reputation drauf. Die Gezeitenwirkerin beschwört einen düsteren Nebel, der dem Lavastrom mit einem lauten Zischen begegnet. Riesige Dampfwolken steigen auf. Bald ist der Weg weit genug abgekühlt, dass du ungefährdet über die erhärtete Lava rennen kannst. Das war ja mal einfach. Ach ja, das Bild hier sieht ja schon mal wunderbarst aus. Ich würde sagen, dann mache ich einen Schnitt. Und ich glaube, ich bleibe auch bei dieser einen Folge für heute. Ich mache jetzt bei Tyranny das wirklich sehr kurz immer nur, aus einfachen Gründen. Weil, ach, Edikt des Feuers. Plus 15 auf alle Magie-Skills, plus 15 Feuer beherrschen und mächtigere Geister. Na super. Jedenfalls möchte ich nur sagen, gerade versuche ich halt möglichst auch Entscheidungen mit ein, also quasi eure Ideen mit in meine Entscheidungen einfließen zu lassen. Ich weiß, ich kriege nie viele Kommentare und sowas, aber passend ist es schon. Bei App wollte ich jetzt mal kurz gucken. Hier jetzt gerade. Du hast App während des. Friedlichen Kapitulationen beigetragen, bla bla, ohne Zögern in Dienst genommen. Ach, war begeistert von meiner Kompetenz und die Furcht ist gesunken, so war das. Weil die Loyalität ist eben auch gestiegen. Das standhafte Abzeichen hier zum Beispiel hat jetzt den stabilen Stand. Ich habe einen Feind mit einem kritischen Treffer getötet. Ansonsten haben wir noch die Beherzte. Schon auf Maximalstufe. Aber genug davon. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Das konstruktive Kritik, da vielleicht ein Däumchen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Tyranny in der brennenden Bibliothek in dem Fall. Bis dahin, cheerio.